wir freuen uns auf den Sportvorstand des FC Bayern. Hier ist Matthias Sammer. Kein Geheimnis, dass in Ingolstadt wahrscheinlich doch ein bisschen Heimspiel ist für Sie am heutigen Abend. Würden Sie auch sagen, dass das, was uns da am Samstag, das, was uns da in Wembley erwartet, vielleicht das größte deutsche Vereinsspiel aller Zeiten ist? Guten Abend, erst einmal. Und ja, ich brauche ein bisschen Zeit, um die Frage zu beantworten. War ja auch lang. Ja, genau. Es ist was Besonderes. Es ist toll. Es ist toll für den deutschen Fußball. Es war harte Arbeit. Seit 2000 mit ganz vielen Reformen und Organisationen. Und jetzt kann man erste Früchte ernten. Und es ist ja ein tolles Spiel und wahrscheinlich auf Clubebene ja, in dieser Situation das Größte. Welche ungeheure Bedeutung das Spiel in Wembley hat, das merkt man natürlich auch daran, dass die Bundeskanzlerin ihren Besuch angekündigt hat. Und ich denke, sie hat eigentlich die schwierigste Rolle, ne? Weil wie macht sie das? Entweder springt sie immer auf oder sie bleibt immer sitzen. Was würden Sie erraten? Ich finde, sie hat keine schwierige Rolle. Sie hat eine super Rolle, weil sie als Repräsentantin des Landes da ist. Und wenn sie Emotionen zeigt, dann sollte man Emotionen auch den Menschen zugestehen. Und wenn es in eine Richtung ein bisschen ist, dann ist das auch in Ordnung. Und wir sollten nicht alles negativ sehen. Ja, aber wir müssen ja trotzdem sagen, es ist ja eigentlich eher humorvoll. Wir haben zum Beispiel mal eine Szene in dieser Saison auch gesehen beim Spiel Dortmund, nämlich gegen Leverkusen. Da war Angela Merkel nämlich tatsächlich vor Ort. Auf Einladung, glaube ich, der Dortmunder. Dann gab es dieses Tor von Hummels. Und jetzt achten wir mal auf die Reaktion der Kanzlerin. Da springt sie hoch und hups, ich darf ja gar nicht. Das können wir hier gleich noch mal sehen. Also ich glaube, sie wird am liebsten... Ja, in der Hoffnung, dass sie überhaupt keine Emotionen in diese Richtung zeigen muss, sondern nur komplett in die andere Richtung, ist es dann in Ordnung. Und so übrigens sieht die Kanzlerin selbst das kommende Finale. Deutschland wird mit Sicherheit gewinnen und darüber freue ich mich. Ja, kurz und knapp, so wie man sie kennt, sehr diplomatisch, wunderbar auf den Punkt gebracht. Übrigens ist damit ja wahrscheinlich zu rechnen, dass nach dem Spiel, Kanzler gehen ja in Wembley gerne mal in die Katakomben, nach dem Spiel, dass sie dann da auch wieder hinkommen wird. Bastian Schweinsteiger war mal in unserer Sendung und hat mal erzählt, wie das so ist, wenn die Kanzlerin dann nach dem Spiel in die Kabine kommt. Sie kommt ja oft so relativ spontan rein und wir müssen ja auch duschen. Und auf einmal stehst du da halbnackt neben der Bundeskanzlerin. Das ist schon immer komisch. Und sie hat dann noch so ein Bier in der Hand und stößt mit dir an. Also denkst du ja schon, bin ich jetzt richtig? Aber sie hatten ja mal ein ähnliches Erlebnis, gell? Helmut Kohl, 96, war auch nett, oder? Ja, Mehmet Scholl hätte gesagt eng. Es war eng, weil ja. In der Kabine, die war ziemlich klein und Helmut Kohl gut gefüllt. Ja. Also beleibt. Ja, aber gefüllt ja. Hinterher. Ich habe gehört, hat Whisky getrunken mit dem Bundestrainer. Aber es war trotzdem immer schön, hohe Wertschätzung, auch für die Spieler, Nationalmannschaft oder für die Clubs. Wir reden zwar ein bisschen lockerer darüber, aber ich finde es ja schon eine hohe Wertschätzung, auch für den Fußball, wenn der oder die höchste Repräsentantin des Landes auch sich dann zeigt, dann finde ich das auch eine Auszeichnung für den gesamten deutschen Fußball. Ja, und in einer der beiden Kabinen, das ist ganz sicher, wird am Wochenende auch kräftig Bier und auch sonst was strömen. So wie es die Bayern schon erlebt haben in dieser Saison, die haben ja schon den ersten Titel eingefahren, nämlich die deutsche Meisterschaft. Und zwar, das kann man ohne Übertreibung sagen, es ist zumindest nach Punkten die erfolgreichste, die beste Meisterschaft aller Zeiten. Tobias Warnschaffe und Sebastian Stölzl über eine grandiose Bayern-Saison und mittendrin Matthias Sammer. Sicher auch Applaus für die tolle Leistung der Mannschaft. 91 Punkte, grandiose Saison. Sie wohnen ja schon einige Zeit in München, aber offiziell als Bayer getauft sind Sie ja eigentlich jetzt erst, oder? Mit der Scheinbar, ja. Aber war ein schöner, großer Moment, oder? Da auf dem Balkon, unten es war, alles rot. Ja, es war grundsätzlich eklig, weil es bleibt ja dann irgendwie in den Kleidern auch
hängen, aber es war auch ein schönes Gefühl. Wir haben eine gute Mannschaft auf dem Platz und wir haben auch eine lustige neben dem Platz. Und ich glaube, dass genau das die richtige Mischung ist, um ja, auch einen guten Geist auszustrahlen. Und ist auch schön, mit ihr zu arbeiten. Wir haben diese Bilder ja gerade noch mal gesehen. Sie sind auf diesen Bildern, finde ich, total fröhlich, richtig gelöst, vollkommen glücklich. Ja, mich würde wirklich mal interessieren, wie wichtig ist für Sie Erfolg für Ihr persönliches Lebensgefühl oder Ihr Lebensglück? Kann man das sagen? Also man muss versuchen, ein bisschen zu unterscheiden, wenn man in Gesprächen wie jetzt über Fußball redet. Mhm. Wenn ich versuche, mit der Mannschaft oder mit meinem Trainer um die Sache zu kämpfen, um zu streiten, finde ich, gehört eine gewisse Ernsthaftigkeit dazu, um das Ziel zu erreichen, zu gewinnen oder Erster sein zu wollen. Wir können auch über was anderes reden, über Rotwein, über das Leben, dann ist es anders. Aber meistens reden mit mir die Leute nicht über Rotwein und über das Leben, sondern Fußball. Ja, was ist Ihr Lieblingsrotwein? Da können wir sofort, schmeiß ich die Karten weg und dann reden wir über Rotwein. Ja, wir können auch einen trinken, ja, ich kann einen besorgen. Wenn die Sendung nicht so lang geht, fahre ich nachher mit meiner Frau, die auch dabei ist. In Schwabing gibt es einen schönen Italiener, trinken wir nachher noch ein Gläschen und dann fahre ich nach Hause, bin selig. Außer Sie haben mir ein paar blöde Fragen gestellt, das hoffe ich natürlich nicht bis dahin. Ja, apropos blöde Fragen, weil Sie gerade Ihre Frau erwähnen, die hier ist. Da gibt es doch das berühmte Zitat, meine Frau konnte mich auch nicht leiden am Anfang. Ja. Heute sind wir verheiratet, haben 3 Kinder. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlich willkommen Frau Sammer hier, ja, bei uns. Mich interessiert trotzdem das Thema Erfolg weiter. Wer immer der Beste sein will, der muss immer auch an Grenzen gehen und der muss auch andere dazu auffordern, an Grenzen zu gehen. Und das kann doch manchmal auch nerven. Also ich kann Ihnen nur sagen, auch wenn das so unglaublich anstrengend für Sie klingt, es ist die normalste Sache der Welt, wenn man morgens auf Arbeit fährt, dass man einfach versucht zu sagen, okay, was ist der Anspruch, für welchen Club arbeite ich und was sind realistische Zielsetzungen, ohne dass es zu kompliziert wird. Und wenn ich jetzt beim Deutschen Fußballbund vorher gearbeitet habe und wir haben definiert, wir wollen der beste Verband der Welt sein, Weltspitze, ja, dann kann ich mich doch aber nicht durchschnittlich geben, dann ist es für mich ein ganz normaler Antrieb zu sagen, okay, was ist das Beste und wie können wir besser werden? Wir haben mal jemanden gebeten, sozusagen ein bisschen aus der Entfernung auch Ihre Arbeit einzuordnen. Und wir haben uns gedacht, das kann ja nur jemand tun, der wirklich selbst so viel Verdienste im Fußball hat, dass er das auch auf Augenhöhe tun kann. Das ist Ottmar Hitzfeld. Ja, Matthias Sammer hat ja eigentlich immer den Finger in die Wunde gelegt. Und ich glaube, er hat jetzt dazu gelernt, dass man nicht immer nur mahnen muss, sondern dass man vielleicht auch mal immer auch mal Wechselspiele haben muss zwischen Mahnen, aber auch zwischen positiver Energie ausstrahlen, zwischen Motivation, zwischen Begeisterung, zwischen Freude auch zum Ausdruck bringen, wenn man mal sehr gute Leistungen gebracht hat. Und muss er sicherlich noch verschiedene Nuancen sich aneignen, aber das hat er jetzt im Laufe der Saison auch hingekriegt. Ottmar Hitzfeld mit dem Matthias Sammer als Spieler, Champions League-Sieger, zweimal deutscher Meister geworden ist. Nehmen Sie so etwas wie das, was er sagt, mit den verschiedenen Nuancen, um die es da vielleicht noch geht, von einem Ottmar Hitzfeld an? Also ein Lebensmotto war schon als kleiner Steppke zu Hause bei meinen Eltern, wenn dann Freunde zu Besuch waren, eigentlich von Älteren immer zu lernen. Mhm. Also dieses Prinzip, diese Dinge anzunehmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch in meinem persönlichen Vokabular. Und natürlich nehme ich das an und natürlich möchte ich mich noch weiterentwickeln. Das ist doch überhaupt keine Frage. Nur in dem gesamten Kontext der Bewertung einer einzelnen Person muss man auch ein bisschen seinen Lebensweg sehen und was man für Höhen oder für Tiefen auch auf dieser Skala einfach erlebt hat und dann auch einzuschätzen, warum man so ist und warum manches noch ein bisschen braucht. Und ich habe ja noch eine Menge vor mir und dementsprechend hat es da natürlich eine Entwicklung zu geben. Alles andere wäre ja nicht gut, wenn ich auch von anderen höre, dass sie vermitteln, in einem goldenen Alter noch zu sein, um zu sagen, eigentlich habe ich schon alles erreicht. Also da könnte man ihm eigentlich die Papiere geben, weil ein Lebensmotto, also von mir ist lebenslanges Lernen, ganz klar. Das ist ein sehr gutes Motto.
Von außen betrachtet scheint eine Konstellation in einem Verein immer ganz besonders wichtig zu sein, nämlich wie der Sportdirektor und der Trainer miteinander arbeiten. Wenn man jetzt die Arbeit gesehen hat über eine ganze Saison, ich meine, das Ergebnis unterm Strich ist überragend, würden Sie heute am Ende einer Saison sagen, am Anfang hat es ein bisschen gebraucht, um mich mit dem Jupp Heynckes einzufummeln, aber jetzt sind wir in einem perfekten Flow? Ja, das Ende kann ich bestätigen. Am Anfang ist es für einen persönlich schwer, eine Situation, wie sie sich dargestellt hat, dann auch anders zu bewerten oder sich anders zu verhalten, weil ich konnte ja nichts dafür, dass ich Sportvorstand wurde. Es war der Wunsch von Bayern und ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich es halt. Gut, so. Dann kam die Situation, ich konnte auch nichts dafür, dass es drei zweite Plätze im letzten Jahr gab und alles in und um München negativ geredet wurde. Das habe ich gar nicht so gesehen. Sondern es ging wirklich um ganz kleine Nuancen, die man dann vielleicht mit beeinflussen kann und helfen kann. So, das war der entscheidende Punkt. So, jetzt kommst du dazu, sicherlich alles ein bisschen übertrieben dargestellt, wie wir ja insgesamt dann auch mal dazu neigen in unserer Medienlandschaft. Das ist gar nicht negativ betrachtet, sondern das hat ja mit der Realität wenig zu tun. Aber in diesem Sinne muss man ja immer noch beachten, der Wichtigste, der in der täglichen Arbeit fungiert und unsere Mannschaft führt, ist der Trainer. Also ich habe natürlich am Anfang einen Stellenwert eingenommen, dem kann man gar nicht gerecht werden und es ist vor allen Dingen gegenüber dem Trainer völlig ungerecht. Bis ich dann ein bisschen das fühlte, überhaupt keine Frage, gingen ein paar Tage ins Land und deshalb konnte ich auch in gewissen Situationen mal und dann auch in Bremen Jupp Heynckes wunderbar verstehen, weil ich gedacht habe, ja klar, warum ist er denn so, warum reagiert er denn so, weil ich eine viel zu dominante Rolle zu dem Zeitpunkt hatte, die ich aber gar nicht wollte. Punkt 1 und Punkt 2 ist natürlich, dass mit jedem Satz nach der ersten Woche, nach der zweiten Woche auch schlaue Kollegen von Ihnen immer wieder geschrieben haben, ja, was macht er denn eigentlich? Welche Rolle hat er denn jetzt? Jetzt muss er doch mal in Erscheinung treten. Und das ist genau das, was es mir so einfach gemacht hat von vornherein. Ein Trainer hat vielleicht nicht gerade Halleluja geschrien, in dem Moment mit so einer dominanten Konstellation. Dann habe ich Vorstandskollegen, dann habe ich einen Aufsichtsratsvorsitzenden, einen Aufsichtsrat noch. Und dann stellen Sie sich mal vor, wie leicht es ist, in diesem Verein dann seine Rolle zu finden. War ganz einfach. Ja, oder? Gab es denn in der Phase so einen Moment, wo Sie dachten, ich pack's nicht? Zu sagen, ich packe es nicht, das war eigentlich nie der Fall. Es ging einzig und allein immer darum, es ist ja jetzt erstmal eine Meisterschaft mit 91 Punkten. Für mich ein großes Kompliment, dass eben viele Dinge in diesem Jahr schon gelaufen sind, nämlich der Anfang. Heute wird das alles als selbstverständlich dargestellt, sondern wir waren ja in einer recht schwierigen Phase. Und wenn heute Trainer und Führungsspieler unter anderem sagen, wir haben eine super Kommunikation miteinander, das ist viel mehr geworden, es ist noch die nächste Stufe gegangen. Da haben da ganz viele Geister auch ein bisschen Anteil daran, dass zum Beispiel so etwas in die Wege geleitet wurde. Und deshalb, ich habe mir nie so darüber Gedanken gemacht, welche Rolle. Die grundsätzliche Bewertung meiner Arbeit können am Ende wirklich nur zwei richtig auch darstellen. Das ist der Trainer und meine Person eigentlich weniger. Selbst Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die einen fantastischen Job machen, Jan Dresen ist jetzt da, sind eigentlich viel zu weit weg, um auch eigentlich in der täglichen Arbeit wirklich bewerten zu können, was man in so einer Situation zu leisten hat oder nicht. Und deshalb ist auch meine Hochachtung, speziell gegenüber Jupp Heynckes, wo man jetzt sagt, ja mit 91 Punkten Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale, wird man immer einschätzen, ja, da muss irgendwie was gut sein. Was dieser Mann in diesem Jahr geleistet hat und dass es Leute gab, die weniger im Mittelpunkt stehen. Und das bedauere ich manchmal sehr. Peter Hermann, bestimmt einer der besten wirklich Trainer, die es in Deutschland, vielleicht in Europa, auf dieser Welt gibt, weil er zuarbeitet, weil er sich überhaupt nicht wichtig nimmt. Hermann Gerland. Der Tiger. Ein Geist, wie ich es selten erlebt habe. Der im Bus zwischen den Spielern sitzt und da ist überhaupt kein Misstrauen, sondern Offenheit
Und Hermann Gerland ist auch so ein Typ, der genau weiß, was er dann mal transportieren muss, was es zu helfen gibt. Kann auch gut Witze und dazu erzählen. Wunderbar. Und er kann auch gut singen. Und auch ich möchte Toni Tapalovic noch nennen, den Torwarttrainer. Tom Starke geholt zu Manuel Neuer. Das ist ja auch keine einfache Konstellation. Und Tom Starke hat auch in diesem Jahr eine Entwicklung genommen. Das ist aller Ehren wert. Und das ist das Produkt von vielen, wo man dann auch erfolgreich sein will. Und dementsprechend ist das, finde ich, das größte Kompliment. Ob meine Rolle in 3 Jahren oder in 5 Jahren irgendwann definiert wird, ist unwichtig. Jeder hat seinen Anteil daran, um erfolgreich zu sein und den Verein zu schützen. Trotzdem möchte ich gerne einen, den Sie gerade genannt haben, noch mal besonders herausgreifen. Das ist Jupp Heynckes, der sich am Wochenende in Mönchengladbach verabschiedet hat von der Fußball-Bundesliga. Und es ist fast eine glückliche Fügung des Spielplan-Schicksals, dass es ausgerechnet in der Stadt war, die natürlich in seinem Leben eine ganz besonders große Rolle spielt. Jupp Heynckes hat ja als Spieler riesige Erfolge in Gladbach gefeiert, auch als Trainer dort Erfolge gehabt. Und er hat uns, finde ich, einen der bewegendsten Momente dieser Saison geschenkt. Ich möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken bei den Borussen-Fans und Zuschauer für den wunderbaren Abschied, weil ja, das zeigt mir, dass das meine Heimat ist. Da glaube ich auch übrigens, dass dieser Applaus bei jedem aus dem Herzen kommt und dass das übrigens übergreifend über alle Vereine und über alle Fußballfans in Deutschland so ist, dass man großen Respekt vor den Menschen und auch vor dem Trainer, vor der sportlichen Figur Jupp Heynckes hat. Sehen Sie das ähnlich? Ich kann das nur wirklich in aller Deutlichkeit unterstreichen. Es ist ja nicht so lange her, da hat Jupp Heynckes auch mal bei dem einen oder anderen Club in Deutschland gearbeitet, wo man, und das ist aber allerdings schon zig Jahre her, vielleicht gedacht hat, okay, er ist ein Trainer der alten Garde und hat keinen Zugriff mehr zu den Jungen. Und wenn man das heute sieht, wie er führt, mit welcher Souveränität, auch mit welcher Gelassenheit und mit welcher Weisheit er auftritt, dann ist das aller Ehren wert. Trotzdem möchte ich noch ein Beispiel nennen, weil ja jetzt viele sagen, ja, jetzt sitzt der Sommer vielleicht da und sagt das so, und auch im nächsten Jahr, es werden ja noch viele Prüfungen kommen. Ich finde, im Gesamtkontext, auch mit der Persönlichkeit Jupp Heynckes, haben wir eine Prüfung, die gar keiner mitbekommen hat, groß in diesem Verein wunderbar gehandelt. Und dazu braucht es aber auch die Souveränität des Trainers. Nämlich, dass wir uns im Winter für einen anderen Trainer entschieden haben. Und dann mit dieser Art und Weise weiterzugehen, mit dieser Akribie weiter, ja, auch an diesen Erfolgen zu arbeiten, schon in der Halbserie, hat ein unglaubliches Maß von ihm an Loyalität, an Integrität gebracht. Und alle haben aber auch mitgeholfen, dass zu dem Zeitpunkt natürlich, es kommt der neue Trainer, was ist jetzt ich, wie werde ich wahrgenommen, auch da haben alle mitgeholfen. Er hat den allergrößten Anteil, aber die Prüfung, die jetzt viele erwarten, irgendwann, wenn wir mal 2 Spiele verlieren sollten im neuen Jahr. Also die härteste Prüfung insgesamt, finde ich, hat der Club schon bestanden, nämlich in der Gemeinsamkeit der Trainerentscheidung für die Zukunft von Bayern München. So, liebe Zuschauer, und gleich gehen wir mitten rein in das Mega-Duell schlechthin, das Champions League-Finale. Gleich kleine Spitzen vor dem Finale. Sommer zu Klopp. Die ganze Welt hinter sich zu wähnen, ist auch eine Form der Bescheidenheit. Und eine klare Ansage. Wenn wir unser Top-Niveau erreichen an diesem Tag, kann es keinen anderen Sieger geben. Matthias Sammer im Audi Star Talk. Gleich.